Hallo, meine liebe Waage, herzlich willkommen hier zu deinem Novemberausblick. Ich muss sagen, ich bin ganz schön mit der Kommunikation ins Stocken gekommen, gerade zum Schluss deines Videos. Bleib dran, dann siehst du sicher mehr. Öffne hier die Augen für die Schönheit, die dich im Hier und Jetzt schon umgibt und lass dich inspirieren. Du brauchst dein Leben nicht anzuschieben oder zu manipulieren. Lass es einfach fließen. Hol dich aus einer antriebslosen Situation heraus. Ein Abschied möchte losgelassen werden und ein neuer Ausdruck im Sinne des Fließens möchte für dich kommen. Hab viel Spaß mit deiner Legung. Hallo meine lieben Wagen, herzlich willkommen hier bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sani und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast für mehr Selbsterkenntnisse und auf dem Weg in den November. Vielen lieben Dank für dein kostenloses Abo, fürs Aktivieren der Glocke und auch Hallo und sei herzlich willkommen, wenn du neu bei mir auf dem Kanal bist. Meine Lieben, die Selbsterkenntnis zeigt sich im November so stark wie auch die violette Flamme. Transformation, Veränderung, Reinigung, Klärung möchte ich hier für euch, meine lieben Wagen, ins Feld. Ich arbeite hier mit den Seelengarten-Orakelkarten vom EMF-Verlag von der Beate Tschirsch. Schau gern unten in die Infobox. Hier siehst du alle Karten, die ich verwende. So, hast du Interesse an einem privaten Reading? Schreib mich gern an oder werd auch gern Teil meines Kanals, indem du ein Kanalmitglied wirst. Hier bekommst du jeden Monat je nach Stufe verschiedene Zusatzlegungen von mir. In diesem Sinn würde ich sagen, bitte bedenken, es ist eine Kollektivenergie. Nimm dir das mit, was sich für dich stimmig anfühlt und den Rest lass gern für andere da. Schau auch gern deinen Aszendenten, Mond oder Venuszeichen. Denn hier verbirgt sich meistens noch ein anderer Einblick oder noch etwas Ergänzendes. Ihr Lieben, ich suche gleich schon mal vorneweg, da haben wir es, das Buch, denn hier den träumerischen Ozean, den haben wir auch allzu oft gerade. Schauen wir mal, was sagt er uns denn? Ich öffne mich für die Flut der Inspiration und lasse meine kreativen Impulse wie Wellen des Ausdrucks in die Welt fließen. Welche künstlerischen Ausdrucksformen sprechen mich besonders an und wie kann ich sie in meinem Alltag integrieren? Er offenbart dir einen geheimnisvollen Raum, in dem die kreative Essenz der Vorstellung und der Träume lebendig wird. Also meine lieben Magier-Energie, denn die hier hatte auch die Jungfrau, hatten auch mehrere Sternzeichen, auch den Sonnenuntergang, auch die Himmelsleiter, mega. Ihr seht, November bleibt November. Wir sind alle gar nicht so weit voneinander entfernt. Hier geht es ums Loslassen, um einen Abschied, auch um eine Akzeptanz, dass hier etwas in den Schatten tritt, dass hier für etwas Zeit ist, die Kraft und Stärke runterzufahren, etwas untergehen zu lassen, damit ein neuer Anfang über den Sonnenaufgang wieder beginnt. Ja, wir haben hier nämlich die Himmelsleiter. Du gehst hier der Stufe hinauf, um deine Geschenke, Fügungen und Glücksmomente zu empfangen. Mega! Also etwas möchte hier in den Flow kommen, Geschenke möchten zu dir kommen, dafür darf etwas Altes gehen gelassen werden und transformiert und gereinigt werden. Nochmal Synchronizität mit der Jungfrau. Hier geht es um eine Verwandlung, um eine Entwicklung und auch für dich, meine liebe Waage, um einen Übergang. Die Schmetterlinge haben ja auch die Transformation als Energie. Das hier hatte auch, meine ich, der Krebs, die Amazonenkraft. Es geht darum, dass du jetzt deine ganze Kraft zusammennimmst, voller Entschlossenheit, dich deiner Stärke bewusst oder deiner Stärke dir bewusst wirst. Nämlich, ich liebe diese Karte, lass frischen Wind in dein Feld, öffne das Fenster, folge deiner Inspiration, wechsle die Perspektive und tritt auf die Bühne des Lebens. Das Rampenlicht wartet hier auf dich. Ne? Hier geht es auch um die Selbstdarstellung, um einen großen Auftritt. Irgendetwas kommt hier in die Verwandlung, wenn du das Fenster öffnest, frischen Wind reinlässt, offen bleibst für etwas, was dich zum Leuchten bringt, weil du hier voller Kraft und Entschlossenheit deine Stärke findest und bereit bist für einen neuen Zyklus, ein neues Abenteuer, für eine neue Verwandlung. Auch hier wieder der Wind, ganz große Botschaft vom Oktober schon, Stimmen im Wind, She's like the Wind. Der Wind spielt hier wirklich eine krasse, große Rolle.
So, ich würde sagen, wir starten in den November mit einem keltischen Kreuz, meine liebe Waage. Und ich gehe auch auf Reverse-Karten im keltischen Kreuz ein. Je nachdem, was für dich stimmt, je nachdem, was sich für dich stimmig anfühlt, nimm dir nur das mit, in was du in Resonanz gehst. Auch wenn du weitere Botschaften für dich als Erkenntnisse hast, freue ich mich sehr. Teil sie gern mit uns in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was denn für euch die Hauptmessage im Monat November ist. Die erste Karte, die fällt, da haben wir es schon, eröffnet euer Reading. Schauen wir doch mal, auf was du, meine liebe Waage, den Fokus setzen darfst, was du aus der Vergangenheit befreien darfst, mitbringst vielleicht auch, wie deine Energie und die von außen ist und wie sich für dich dein November entwickelt. So, am Unterdeck mitschwingend, fühlend, aber nicht sichtbar, Konkurrenz, Machtkämpfe, Streitereien, Konflikte, durchsetzen, kämpfen müssen, sich beweisen, wollen oder müssen, eine alte Energie meines Erachtens, die eben im November nochmal hochkommt, weil es verschiedene Meinungen, Interessenskonflikte vielleicht auch gibt, hier im Bereich einer Partnerschaft, einer alten Seelenverbindung, im häuslichen Umfeld, zwischenmenschlichen Verbindungen. Du hast Angst vielleicht hier vor dem Alleinsein mit dem Eremiten, fühlst dich vielleicht ausgegrenzt, aber darfst hier Stück für Stück in Richtung Stabilität und Sicherheit deinen Weg voranbeschreiten, in die Planung gehen. Wie stellst du dir ein neues Zuhause vor? Wie stellst du dir eine Partnerschaft vor? Wo kannst du mit anderen Menschen an einem Strang ziehen, anstatt hier immer zu kämpfen und dich beweisen zu müssen? Ja, Jungfrau Energie, deswegen hier vielleicht die Jungfrau für dich wichtig. Schauen wir mal, was haben wir denn als Hauptausgangspunkt, meine lieben Waagen? Ja, das Ass der Stäbe. Das heißt, hier geht es darum, dass die Glut so schnell, wie sie entfacht worden ist, aber auch so schnell wieder abgebrannt ist. Hier fühlst du dich vielleicht aktuell antriebslos, das Feuer ist ausgebrannt, zurück bleibt vielleicht nur ein beklemmendes Gefühl der Enttäuschung, Hier geht es eigentlich um die Chance und Potenzial, um Wachstum, Freude, Inspiration, Leidenschaft, aber dieses siehst du gefühlt gerade nicht. Ist mir klar, das bist du. Jawohl, deine Welt steht Kopf. Du darfst im November hinschauen, was begeistert dich denn? Was bringt dir denn Motivation, Freude und Spaß? Wo folgst du dem Weg deiner Seele? Wo brennt ein Funke in dir? Wie stellst du dir einen Funke der Leidenschaft vor? Wo darfst du hier alte Muster reinigen und alte Kapitel loslassen? Wo gehst du der Himmelsleiter hinauf, um endlich die Geschenke zu empfangen, die dir auch zustehen? Wo bringst du hier deine Freude, deine innere Begeisterung auch zum Ausdruck? Der Ring wird mir zu eng, einen Moment. Schauen wir mal, du befreist dich von schicksalshaften Bürden vielleicht, schicksalshafte Wege, ein schicksalshaft ausgebrannter Zyklus, der beendet werden möchte, von einem Ex-Partner, einem toxischen Partner, einem sturen, eifersüchtigen Menschen oder Partnerin, ist eine Kollektivenergie. Kann auch sein, dass manche von euch einfach zu viel Kraft, Zeit und Arbeit in etwas investiert haben, sich ausgebrannt und leer fühlen. Vielleicht gibt es hier mit einem Seelenpartner oder Menschen im Außen keine Leidenschaft mehr, das Feuer ist erloschen, weil sich hier ein Geheimnis offenbart hat und man jetzt endlich loslässt, um eben sich neu zu verankern. Es kann sein, dass es hier mit Monseigneur Streitgespräche, klärende Gespräche gegeben hat, vielleicht im Berufsfeld, aber auch vielleicht im zwischenmenschlichen Herzensangelegenheiten. Wow, meine Lieben, was ist denn los bei euch? Schauen wir mal, was ist die Herausforderung im November? Euer Selbstwert. Lass überall da los, wo du dich vielleicht auch über die Stabilität und Sicherheit anderer Menschen im Außen identifizierst. Hier möchte ein Zyklus, die Nummer 9 steht für einen Zyklus der Freude, der Fülle, der materiellen Fülle, des Genusses zu dir durchkommen, kommt aber nicht durch, weil du hier gefühlt den Kopf in den Sand steckst und dem alten Feuer nachtrauerst, das Gefühl einer Enttäuschung vielleicht auch hast, Das sind aber viele. Dabei dürfen Ängste, Kummer und Sorgen hier in den Verlust gehen.
Alte, intime, leidenschaftliche Verbindungen dürfen gelöst werden, ja. Da, wo es keine Stabilität und Sicherheit mehr gibt, darf ein Kapitel geschlossen werden, weil es dich hier an deinem Wachstum gehindert hat oder hindert. Das heißt, lasse los all das, was dir mehr Kraft gekostet hat, als dass es dir Stärke gebracht hat. Ich möchte eine Karte für die 9 der Münzen. Meine lieben Wagen, ja, rein in die positive Veränderung, in die Freude, in den Wandel. Hier möchte gefühlt etwas für dich voranschreiten, aber du siehst vor lauter Hindernisse, Blockaden und Herausforderungen den Zyklus der Freude und des Genusses gar nicht, ja? Die Welt mit der 21 sagt, hier möchte die Spitze des Eisbergs erreicht werden. Du möchtest doch jetzt bitte die Kapitel der ständigen Blockaden ein für alle Mal niederlegen, bereinigen, abschließen, denn hier möchte ja wirklich Reinigung rein. Das kann natürlich nur geschehen, wenn du dir auch die Freude und den Genuss erlaubst. Ja, geh mal bitte hier positiv in die Veränderung und lass alles Alte sterben, alte Bürden, altes Karma, überklärende Gespräche, was ausgedient hat, auch wenn es dir Kraft und Stärke kostet. Verlass hier die Komfortzone. Ja, hier geht es vielleicht um die Bereinigung auch von Vaterthemen, Vaterwunden. Vielleicht möchte man hier auch einen Verlust von einer männlichen Person einmal noch mal fühlen, aufarbeiten. Dies dient aber der Bereinigung und der positiven Veränderung. Schauen wir mal, was hast du denn in Gedanken? Ja, hier ist einfach, wie soll ich sagen, gefühlt keine gleiche Vision. Hier geht es darum, dass man eigentlich mit den 3 der Münzen die Karte des Gerichts zeichnet, um eben in Frieden und Akzeptanz mit der Vergangenheit zu kommen. Es kann sein, dass du in Gedanken dich alleine fühlst, dass du gefühlt keine Hilfe und Unterstützung bekommst, dass vielleicht auch in jeglicher Situation nicht alle zum Wohle aller Beteiligten arbeiten, dass es hier kein Teamwork, kein Miteinander gibt. Vielleicht hast du auch in eine Partnerschaft investiert? Hier gibt es aber kein Miteinander, keine Weiterentwicklung. Hier darf losgelassen werden, weil hier kein Glück, kein Erfolg und keine Fülle mehr, kein Wachstum mehr spürbar ist. Ja, das heißt, deine Gedanken sind auf nicht vorhandenes Glück gerichtet, auf keine Hilfe, auf keine Unterstützung, auf keinen Neuanfang. Bitte unbedingt aus dieser Antriebslosigkeit rausholen mit einer bewussten Entscheidung, diesen Zyklus der Negativität loszulassen, sich stattdessen hier zu entscheiden, Richtung Glück voranzugehen, mit Menschen an einem Strang zu ziehen, die dir helfen, wo man miteinander etwas planen und erschaffen kann. Öffne dein Herz, den Fluss des Lebens, ja, komm ins Fließen, vertrau auf Freude, vertrau auf Emotionen, auf finanziellen Zuwachs, vertrau darauf, dass das Licht am Ende des Tunnels scheint und hol dich aus einer Selbsttäuschung raus. Denn hier nur im Dunkeln sieht man den Weg der Sterne, bekommst du Klarheit. Hier möchte ein Kapitel der Unsicherheiten, der Ungewissheit, ja, gereinigt werden, geheilt werden. Folge deiner Inspiration und bringe Licht ins Dunkel. Geh aktiv voran. Schauen wir mal in die Vergangenheit. Meine Lieben, ihr habt ja wirklich Synchronizität mit den Jungfrauen, alles in Kopflage, ja? Die 2 der Münzen sprechen von Überforderung, von Multitasking, von soll ich nicht, abwägen, die unendliche Geschichte, das ständige Versuchen, Balance zu halten, ja? On, off, hin und her, heiß, kalt, keine Entscheidung zu treffen, ja? Hier geht es darum, wirklich sich von allen zu befreien, wo du dich blockiert fühlst, wo der Fluss, der Flow nicht gegeben ist, ja? Die Fische bringen ja eigentlich per se einflussreiche Menschen in dein Feld. Wir haben nochmal die Sterne in Kopflage. Das heißt, hier geht es darum, sich aus einer überfordernden Situation im Bereich der Gefühle rauszulösen, ja? Hier, vielleicht, wenn du dich auch müde und ausgelaugt fühlst, eben von negativen Energien, von festgefahrenen Situationen, ja, von Herausforderungen, vielleicht auch finanzielle Herausforderungen, meine liebe Waage, die du in der Vergangenheit gehabt
hast, ja. Jetzt ist es eben wichtig, hier in den Flow zu kommen und den Fokus auf das Potenzial zu setzen, einmal ein bereinigendes Gewitter zuzulassen, um mit den Sternen hier wieder etwas ganz klar zu sehen, auf Hoffnung zu setzen und im Vertrauen zu bleiben, dass hier alte Strukturen mit der 16 nur das wegbrechen, was du wirklich nicht mehr brauchst. Wow, auf dem Herzen, mega, hast du Erfolg. Du möchtest erfolgreich, ja, sein in einer Sache, Situation. Du möchtest gesehen werden. Du kennst deinen Wert auf Gefühlsebene zumindest schon. Du darfst hier deinen Teilerfolg auf Herzensebene feiern. Ja, du bist hier die Stufen hinaufgeklettert und wirst im emotionalen Bereich erfolgreich sein. Schauen wir mal, was wir als Zusatzbotschaft dazu bekommen. Die sechs der Stäbe sprechen, ich wollte es gerade sagen, von Eroberung, vielleicht auch von Triumph. Aber schaut euch das an, auch ein potenzielles Gegenüber, egal ob aus dem Arbeitsbereich, aus dem zwischenmenschlichen Bereich, partnerschaftlichen Freundeskreis, partnerschaftlichen Bereich und Freundeskreis. All das, was dein Wachstum blockiert, was dich ablenkt, ja, darf losgelöst werden, was Herausforderungen darstellt, darf losgelöst werden, was dich Kraft und Stärke kostet, ja, weil hier etwas schon gekränkelt hat, darf losgelassen werden. Du wirst erfolgreich nach einer Zeit der Dürre, höre ich für manche, hier wieder in die Liebe finden, wenn du dem Weg deines Herzens folgst, ja. Schauen wir mal, was haben wir noch? Ja, raus aus dem Hin- und Herschwanken, meine liebe Waage, triff eine Entscheidung. Überall da, wo der Funke fehlt, darfst du gehen. Wow. Höre auf deine Intuition in naher Zukunft. Du bist die hohe Priesterin. Raus aus Schwarz-Weiß-Denken, rein in die Frequenz deiner Seele. Ja, du hast hier verborgenes Wissen. Vielleicht kommt hier auch etwas ans Licht, was du schon lange gespürt hast. Jetzt siehst du etwas klar. Raus aus Misstrauen, ja, in die eigene Intuition vertrauen, auch wenn es dich Kraft, Mut und Stärke kostet, hier einen Seelenpartner, Ex-Partner, jemand eifersüchtigen, sturen in den Verlust gehen zu lassen. So darfst du hier eine Entscheidung treffen, dich der Magie des Universums öffnen, ja, ans Urvertrauen wieder anbinden, an das höhere Selbst, höre ich für viele, und darfst hier Vaterthemen oder Zyklen des Kummerns, der Sorgen abschließen. In naher Zukunft spürst du hier die Botschaften deiner Seele und befreist dich über, ja, die Träume, über den Fluss. Wir haben hier auch die Fische, über den Ozean, dass etwas fließen möchte. Schauen wir mal, was ist deine Energie? Bezogen auf die Antriebslosigkeit, ja, der Bube der Stäbe. Kann sein, dass du es hier mit Menschen zu tun hattest, die vielleicht geschaut haben, wo das Gras grüner ist oder war. Kann sein, dass du es hier mit Menschen zu tun hattest, die schnell Feuer und Flamme sind oder waren und dann wieder weg sind, ja. Mit Menschen, die ständig, ja, neue Inspirationen wollten, oder es ist deine Energie und du darfst dich hier jetzt mal öffnen, neugierig bleiben, was das Leben denn für dich bereithält, genau hinzuschauen mit dem Bube der Stäbe, ja, wo hältst du deinem Weg der Seele die Treue? Wo bist du vielleicht zu sprunghaft? Wo wartest du auf Nachrichten, die dich aus einer Antriebslosigkeit rausholen? Wo möchtest du etwas Neues starten, was dich motiviert, inspiriert? Ich habe so das Gefühl, du findest aktuell den Weg deiner Seele nicht, deine Kreativität nicht, deine Bestimmung nicht. Ja, und darfst dich eben hierzu unabhängig machen, einmal isolieren, zurückziehen, eine Trennung vielleicht auch von, ja, kindlichen Energien verarbeiten, innere Kindverletzung für manche auch, wo es um Leidenschaft und Intimität geht oder gegangen ist. Das heißt, wenn ihr mit Menschen zu tun habt oder hattet, die nur Leidenschaft wollten, die geschaut haben, wo das Gras grüner ist, so macht ihr euch hier unabhängig und lasst alte Mauern zusammenstürzen. Ihr wollt nämlich Harmonie und Frieden. Auch wenn es Kraft und Stärke verlangt, die Komfortzone zu verlassen, so ist es wichtig, auch manchmal vielleicht eben nicht die Krallen zu zeigen, sondern einfach auf die Seele zu hören und alles, was dich am Wachsen hindert, hinter dich zu bringen. Das wird deinem Erfolg auf Herzensebene auf alle Fälle dienen. Befrei dich von Blockaden und erlaube dir einen Zyklus der Freude und des Genusses.
Was kommt von außen auf dich zu? Der Teufel. Das heißt, könnte sein, dass du hier nochmal mit einer Versuchung zu tun hast, mit einem Teufelskreislauf, aber in Reverse heißt es, du sprengst die Ketten des Gefangenseins, du befreist dich von einer emotionalen Abhängigkeit, weil du aktiv vorangehst, den Stein hier vor deiner Haustür ins Rollen bringst und Richtung positive Veränderung, mega schön, meine lieben Wagen, vorangehst. Ja, könnte hier ein Geliebter sein, könnte positive Nachrichten sein, etwas, was dir übermittelt wird, damit du aktiv wirst, um dich hier vom Teufel zu befreien. Emotionale Versuchung mag noch so groß gewesen sein, aber kindliche Energie möchtest du nicht mehr, sondern du lässt Mauern stürzen. So, was kommt denn, beziehungsweise was ist die Hoffnung, dein Wunsch oder deine Ängste? Weil das hier kommt ja von außen auf dich zu. Vielleicht nochmal die Versuchung des Teufelskreislaufs. Deine Angst ist, dass du eben hier den Weg der Liebe, der Selbstfürsorge verlässt, ja? Dass du wieder überfürsorglich und hilfsbereit vielleicht dem Teufel gegenüber bist. Dass dir dein Herz gebrochen wird, höre ich für manche, ja, dass du keine Hilfe und Unterstützung auf emotionaler Ebene bekommst, dass hier keine weiteren Menschen in dein Feld kommen, die deinen wahren Wert sehen. Ich kann dich aber beruhigen, denn als Königin der Kelche ist es wichtig, eben sich aus einer Opferhaltung zu befreien, aus einer Aufarbeitung der Gefühle zu befreien und etwas realistisch zu sehen, nämlich hier auf die Intuition zu hören. Vielleicht nutzt du, meine liebe Waage, auch den Vollmond im Stier und öffnest dein Herz und ja, hast hier mit dem Mond Fische und Krebsenergie, siehst etwas realistisch, was vielleicht eine Illusion ist oder war. Ich möchte noch eine Zusatzkarte. Das heißt, irgendein Zyklus von Kommunikation möchte hier für Bereinigung sorgen, auch wenn du dich nervös, unruhig und gestresst fühlst, weil du vielleicht Angst hast, einer Illusion auf den Grund zu laufen. Hier geht es um Nachrichten, die dich erreichen, aus einer überfürsorglichen Situation rauszukommen, sondern deinem empathischen Weg zu folgen, deinem spirituellen Weg zu folgen und treue, neue, loyale Menschen in dein Leben zu lassen. Altes Karma ist passé, Geheimnisse kommen ans Licht, könnten nochmal für Unruhe sorgen, aber hier geht es mit dem Schlüssel eben darum, deine Sicherheit in dir zu finden und alte Kapitel abzuschließen, um etwas realistisch zu erkennen. Darf man nochmal im Bereich eines Kreislaufs, einer Partnerschaft, Verbindung oder Vertrages genau hinfühlen? Wo ist es deine Liebe, dein Weg des Herzens und wo ist es nur eine Versuchung? Schauen wir mal, wie entwickelt sich denn für dich, meine liebe Waage, der Monat November weiter mit einer Trennung. Herzlichen Glückwunsch. Ein kleiner Spaß. Manche von euch möchten endlich das Feuerwerk der Gefühle leben, die Liebe, das Familienleben, die Zweisamkeit, die Freude, die Dankbarkeit. Hier darf etwas, was dich nicht mehr glücklich und erfüllt macht, in die Vollendung gehen. Ja, das heißt, manche von euch ist es wichtig, im November einen Schlussstrich zu ziehen, sich mit weniger zufrieden zu geben als das große Ganze. Ja, bringe Sicherheit in Unsicherheiten, bringe Klarheit rein. Schließe Kapitel mit Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen, lasse los, hier auch vielleicht im Bereich der Arbeit, wo es Unklarheiten und Unsicherheiten gibt, Ängste, Kummer und Sorgen, ja, und öffne dich dem Feuerwerk der Gefühle. Ich sag ja, hier möchte Freude entstehen, aber dazu darf erstmal ein altes Muster bereinigt werden. Ich habe so das Gefühl, irgendetwas macht dich hier nicht mehr ganz glücklich. Irgendwie fühlst du dich leer und ausgebrannt. Hast vielleicht auch deine Werte und Überzeugungen über eine Partnerschaft identifiziert. Ja, wir haben zwei Michael. Alles wird besser, wenn du einfach eine Entscheidung triffst. Ja, nicht dieses soll ich nicht, ach ja, nein, nein. Sondern wir haben die zwei der Schwerter. Wirklich hier, öffne dein Herz, sieh hin, öffne dich dem Fluss des Lebens, öffne dich deinen Emotionen und triff eine Entscheidung.
Entscheidung. Wo kämpfst du, wo hältst du krampfhaft fest und wo darfst du einfach ins Vertrauen kommen, etwas fließen lassen und loslassen, was nicht mehr für dich bestimmt ist. Ja? Deine Geschenke und Fügungen hier warten am Ende der Himmelsleiter. Das sind die 10 der Kelche, aber in aufrechter Form. Aber hier darfst du auf die Stimme deines Bauchgefühls und deiner Seele im November vertrauen und dich aus Situationen, Verbindungen, Partnerschaften, wo der Funke nicht übergesprungen ist, rausholen. Was haben wir? Den Bube Ariel. Ja, zuverlässig, schlau, gebildet, ausgeglichen. Es wird dir jetzt eine exzellente Gelegenheit geboten, ein Stipendium oder Streben nach Bildung. Es ist Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Ja, entweder du bekommst im Beruflichen ein Angebot, solltest du nicht mehr berufstätig sein. So geht es hier darum, dass du dich an die Arbeit machst, herauszufinden, wie du dir ein Glück, ja, eine zwischenmenschliche Verbindung vorstellst, eine harmonische Zeit, die Vollendung deiner Gefühle, denn wenn du weißt, wie sie für dich ausschaut, dann lässt du dich auch hier von allem im Außen nicht mehr entwurzeln, sondern du findest dann deine Stabilität und Stärke in dir, wirst erfolgreich sein, wenn du denn hier eine Entscheidung triffst, Blockaden, Hindernisse aus dem Weg zu rollen. Stehe zu dem, was du glaubst, hab Vertrauen und nimm deine persönliche Macht an. Ja, du hast so viel mehr Macht, als du denkst. Nutze sie, denn eine Herausforderung, die du meistern kannst, kommt hier auf dich zu. Ziehe dich aus den Dramen anderer hier, ne? Partner, Menschen gegenüber zurück. Sei geduldig, das sagt auch die Königin der Kelche, mit dir selbst und den Menschen in deiner Umgebung. Aktion ist gefragt. Fragen wir nochmal The Psychic of the Heart Tarot. Was sollen meine Waagen denn im Monat November oder was dürfen meine Waagen im Monat November in die Hand nehmen, um sich aus einer antriebslosen Phase rauszuholen? Ja, stelle dich deiner Angst des Alleinseins gegenüber, release. Und lass einen alten Anteil in dir sterben. Befreie dich aus alten Mustern. Hier geht es um eine Transformation, um einen Stirb- und Werdeprozess. Und ich muss es euch erzählen, gewinnen oder verlieren. Negatives Denken möchte überwunden werden. Mauern möchten niedergerissen werden, damit Licht ins Dunkel kommt. Suche nach einem Weg, den Stein hier vor der Haustür wegzurollern und eine Entscheidung zu treffen, von deinen vergangenen Erfahrungen als gewachsener Meister, höre ich, herauszugehen. Ja, finde die Lösung aufgrund der Reflexion der Vergangenheit. Begib dich in einen bewussten Rückzug, um dich einem Zyklus zuzuwenden des spirituellen Erwachens. Auch wenn du Angst davor hast, alleine zu sein. Und bei der Release-Karte, ich habe gestern einen kurzen Ausschnitt gesehen von 50 Shades of Grey, je nachdem, ob ihr den Film mögt oder nicht. Und da kam dieses Wort Release vor. Ich habe ihn zum ersten Mal auf Englisch gesehen. Und also ich muss euch kurz die Szene erklären, weil ich glaube, das Wort Release hat nie eine bessere Botschaft gehabt. Wirklich sinnbildlich gibt es den Moment, wo sie in diesem Segelflieger sind und wo er dann sagt, einmal bitte release, damit das Schlepptau, dieses Drahtseil zum vorigen Flugzeug, was diesen Segelflieger in die Luft bringt, gelöst wird, sagt man dann in Englisch release. Einmal loslassen und fliegen. Voller Vertrauen, einfach fliegen, dass du vom Wind im wahrsten Sinne des Wortes getragen wirst. Du passt hier nicht mehr in ein enges Korsett der Vergangenheit. Befrei dich von alten Mustern. Trau dich wirklich, ja, frei zu sein. Trau dich, deinen Zyklus der Fülle auch wirklich verdient zu haben und zu leben. Zieh dich zurück, schlaf drüber, schließe deine Augen. Genau, close your curtains. No justification needed. Ich liebe diese Karte. Sie sagt, keine Begründung nötig oder notwendig. Das hatte noch ein Sternzeichen. Please leave a voicemail. Genau. Ja, einfach überall da, wo du in der Irre gehalten wirst. Du bist stark. Du kannst das schaffen. Wieder Jungfrau-Energie. Lass einfach die Menschen auf deine Mailbox sprechen, weil du bist weg. Du lässt dich nicht mehr festketten. Du entscheidest dich hoffentlich, Mangeldenken, Mangelbewusstsein, negatives Denken zu überwinden. Und alles andere, was ausgedient hat, sagst du, sprich mir hier auf die Voicemail. Ich bin dann mal auf dem Weg der Transformation von Schmetterlingen umgeben.
Keine Panik, wenn der Turm fällt, ja, do not panic. Genau, hier bricht etwas Altes zusammen. Sag es einfach dreimal, ist doch mir egal. Denn du bist nicht deine Emotionen. Lass dich also nicht hier von der Königin der Kelche übermannen sozusagen. Du bist der Chef deiner Gefühlswelt. Du entscheidest, was du mit dir machen lässt, was dein Herz will. Und wenn nicht, dann sag es einfach nochmal und nochmal und nochmal. Ist doch mir egal. Ich kenne meinen Weg. Ich will Leidenschaft. Ich will Motivation und Begeisterung. Und für nicht weniger gehe ich mehr voran. Es bedarf keiner Begründung, wenn man einen neuen Weg einschlägt. Es ist alles eine bewusste Entscheidung, die in dir fällt. Öffne deine Augen für die Schönheit, die dich umgibt und lass dich von ihr inspirieren. Ja, auch so ein bewusster Rückzug, so eine Phase des Single-Daseins hat sein Gutes. Begegne allem mit offenem Herzen, denn jede Erfahrung, auch eine dunkle Erfahrung, ist ein Geschenk für dich. Dies dient nämlich der Reinigung von alten Strukturen. Voilà, das sind aber zu viele. Wird gleich hier der Turm wegkatapultiert. Stehe zu dem, was du glaubst, sehe ich nochmal. Okay. So. Eins, zwei, drei Karten, liebes Universum. Eins. Ach ja, meine Lieblingskarte im Monat November. Zwei. Sie lässt sich nicht wegmischen. Denn Druck ist etwas, was du dir selbst auferlegst. Niemand kann dich unter Druck setzen. Genau. Befrei dich. Niemand, nichts und niemand kann hier, ne, für Panik sorgen, wenn du denn bewusst dich entscheidest, dass hier überhaupt kein Druck entsteht. Du bist für dich verantwortlich. Freue dich über das Leben. Und meine Lieblingskarte, das Leben. Du brauchst weder das Leben anzuschieben noch zu manipulieren. Lass es einfach fließen in Leichtigkeit und Freude. Denn Lebensfreude, Mut und Fürsorge sind deine Stärken, definitiv hier. Alles, was dich schwächt, übergebe ich dem Feuer der Liebe, ja, damit neues Potenzial wachsen und erwachen kann. Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius 0. Kommt von Albert Einstein. Ein Standpunkt sagt nichts über das Beobachtete aus, dafür aber nahezu alles über den Beobachter. Heute mache ich mir diesen Satz immer wieder bewusst und betrachte die Dinge neutral und frei von Wertungen. Ja, das ist dein Erfolg, meine liebe Waage, ja? Denn du erkennst, niemand kann dich unter Druck setzen, wenn du weißt, wie du dir dein Feuerwerk der Gefühle vorstellst, wenn du sagst, einmal release, loslassen bitte, voller Vertrauen, fließen und fliegen den Träumen entgegen. Und wenn nicht, schlaf einfach eine Nacht drüber, lass alle Menschen auf die Mailbox quatschen, hab keine Angst vor radikalen Zusammenbrüchen und Stürzen, denn der Teufelskreislauf endet. Du hast die Macht, mit einer bewussten Entscheidung gewinnen oder verlieren. Hab einen zauberhaft schönen November. Vielen Dank für deine Zeit und dein Vertrauen. In diesem Sinn, ganz viele Herzchen, ganz viele Drückerlis aus der Ferne. Sag deine Sani, ciao, ciao und bis bald.